So, und damit auch wieder herzlich willkommen zurück auf YouTube mit einem Spiel, was uns ein bisschen Spaß machen wird. Ich dachte, ein bisschen was will ich noch ein bisschen spielen, nicht so kurze Streams machen. Meine Motivation ist aber aufgrund von Tee so ein bisschen runtergegangen. Wir haben hier elektrischen Herd, das ist schon mal gut. Wir haben drei Batterien. Die könnten wir noch eine bauen? Haben wir genug? Ja, haben wir genug. Sehr schön. Wir hatten gerade noch Besuch. Was forschen wir denn gerade? Ich bin ein bisschen raus. Schmieden. Also okay, Essen haben wir, Krankenschutz auch nochmal. Das ist gar nicht mehr, was ich machen wollte. Lass mal nochmal laufen. Wenn ich es nicht weiß, kann man ja immer noch was Neues machen. Was gibt's denn? Einen Thronsaal will ich nicht machen. Sonst weine ich wieder hart. Wir könnten Stelen bauen, aber wozu? Ja, Schlachten und sowas. Gut, wir haben jetzt keine wirklich große Schlacht hinter uns. Wir könnten einen Pokertisch oder das hier könnten wir mal bauen. Zweimal. Also einmal hier und einmal da. So passt schon. Irgendwie, damit die Leute mal was machen. Unser Knast ist noch immer im Sand gesetzt. Das ist normal. Der Jan arbeitet hinten sich durch. Der Jan, der nicht schimpfen kann. Das ist okay. Alle anderen leben. Yuga ist auch dabei. Lieber Shadrax, ich grüße dich. Geht's dir gut, mein Lieber? Ich habe gerade gesagt, der Shadrax ist auch da. Oder habe ich nicht? Ja, nicht, dann sage ich es jetzt. Der Shadrax ist auch da. Und was machen wir denn noch? So. Na, wir haben Bäumchen, das können wir irgendwann mal abfläumchen. Könnten irgendwann mal. Wobei, Sicherheit haben wir ja. Eine Steh-E-Lampe können wir mal reinbauen. Die brauchen bald eigene Häuschen. Ach, und die sollten vielleicht mal am Gescheuden essen. Vielleicht bräuchten wir doch einen Versammlungssaal hier vorne. Also einen kleinen. Damit die zumindest gemeinsam essen können. Bauen wir hier hin. Und bauen wir hier hin. Es wird besser. Was war denn? Entschuldige. Hab mich verschluckt schon wieder. Ich hab's heute. Ich verschluck mich an allem und jeden. Hast du dir irgendwas eingefangen? Agrippchen oder sowas? Komm, wir laufen ein bisschen. Lassen wir ein bisschen schnell laufen. Ich hoffe, kein Corona. Oh, ich glaube, ich muss aus Granit die Dinger herstellen. Ja, das sieht dann ja raus, Deal. So. 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 Und jetzt kommt die Türe neu. Passt. Okay. Nur husten. Nur husten? Shadrax? Pass auf, gell? Nett, dass du dir was anfängst. Was Falsches. Das wäre nämlich zu diesen jetzigen Zeiten nicht so günstig. Ja, wir machen hier schöne Tafelrunde. Aber vielleicht hast du ja gar keinen Kontakt mit irgendwelchen Corona-Leuten gehabt. Könnte natürlich dann dementsprechend gut für dich ausgehen. Wir bauen das Ding einfach hier hin. Man hat heutzutage echt Sorge, also das muss man halt auch echt sagen. Dass man sich irgendwie ansteckt oder so. Oder andere sich anstecken. Und ja. Aber das soll heute nicht Thema sein. Das soll heute nicht Thema sein. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Boden?
Fruchtbare Erde. Ich könnte darauf bauen, vielleicht. So ein Ackerfeld. Fruchtbaren Boden wäre das gar nicht mal schlecht. Zack. Was bräuchten wir denn? Wir haben eigentlich alles, ne? Und vielleicht bauen wir nochmal Reis an. Ich wollte Reis. Reis, danke. Darfst gleich wieder anfangen. Genau, hier haben wir ihr Reis. Das wird sich ihr nochmal klären. Der Jan ist aufgestiegen. Wundervoll. Ein wunderbarlich. Wenn das jemand hätte, wäre das nicht gut. Gerade wenn du das nicht hättest, wäre das nicht gut. Also nicht, dass du... Weil das ist halt immer das Schwierige. Also man kann nicht abschätzen, wie der eigene Körper darauf reagiert. Und da muss man halt dementsprechend aufpassen. Wir machen mal Drachenbäume rein. Damit wir ein bisschen Holz bekommen. Was haben wir denn hier? Okay, beliebige Steinblöcke, das können die. Das finde ich sehr schön. Und ja. Ja, ich meine, zurzeit ist es halt echt ein bisschen anstrengend. Die Folge jetzt auch auf YouTube, nur damit ihr es wisst, wird wahrscheinlich schon so mitten aus der Quarantäne kommen. Also ich glaube, die Folgen laufen noch ein paar Tagen. Und die Folge ist dann dementsprechend die nächste. Und ich glaube, wenn ihr diese Folge seht, wird euch das Thema schon zu den Ohren rauskommen. Wenn es nicht jetzt schon am 26. tut. Ich muss aber auch zugeben, ich finde das Thema nach wie vor sehr wichtig, dass man das halt auch im Kopf hat. Und ja, das ist halt immer so eine Sache. FDL? FDL kommt um 22 Uhr auf YouTube. 22 Uhr? Oder 21.30 Uhr? Ich glaube 22 Uhr. FDL kommt heute noch. Gucken. FDL macht super Spaß. Kannst du gerne reingucken. Ich hab auch schon gesehen, Leute mögen irgendwie FTL. Das ist, das war für mich total so. Ich habe einfach mal gedacht, spielst du mal, hast du mal Bock drauf, nimmst du gleich auf. Und plötzlich lief der Lachs. Tannas Raufschiff sind in der Nähe aufgeschlagen. Ne? Könnten wir dann auch abreißen. Ihr könntet auch arbeiten. Ich meine ja nur. Zum Beispiel Shadrix könnte mal arbeiten. Ach, tut er ja schon. Immer auf den Shadrix. Immer auf den Shadrix. Der arme Shadrix. Ach ja. The Long Journey Home, ja. Hatte ich mir auch schon überlegt heute. Noch mal eine Runde aufzunehmen. Na, schmieden. Perfekt. Ich find's halt nice, dass die Leute... Brauchst du Tipps? Nein. Nein. Nicht, dass ich die Mitsurani nicht kenne. Und außerdem muss ich das Spiel selber lernen, tatsächlich. Da bin ich ein bisschen so... Sag mir bitte nichts vor, wenn ich es nicht brauche. Ich muss mal ganz kurz nochmal in die Pause gehen. Ich bin gleich wieder da. Moment mal. Oh, so. Kurze Pause gehabt. Gut gegessen, jetzt hauen wir mal wieder rein. Warte, das klingt falsch. Wir spielen mal weiter. Bäume brauchen hier. Hier hinten haben wir noch Bäume. Der Flo, der Baumkuschler.
Wenn der jetzt im Chat wäre, der würde sich erstmal freuen. Ich guck mal, ob ich wieder in den Chat reinkomme. Nope, all of my nopes. Ich kann nichts dafür, leider. Und wenn mich jetzt jemand fragt, warum, werde ich böse. Reisend im Fadenkreuz. Nee, wir müssen gerade für uns selbst sorgen. Wir igeln uns ein. Oh, hier laden sich wieder unsere Akkumulatoren auf. Kakao bekommen wir auch bald. Lecker. Lecker schmecke. Oh, 140. Ist auch schon krass, 140 Wachstumsrate. Die wachsen dreimal so schnell wie die hier. Gefühlt, zumindest. Oh, da wird gehackt und gebalzt. Gebeizt. Gehackt und gebeizt, Alter. Nicht gebalzt. Okay, da würde Baumkuschler wieder eine schöne Bedeutung haben. Wir balzen. Furchtbarer. Da. Okay, geh rein. Passt. Irgendwie dieses neue Overlay ist zwar schön, aber es sieht so ein bisschen komisch aus dann doch. Also es gibt ja das neue, wie heißt das, Twitch. Ja, Overlay kann man nicht sagen, also da, wo die Videos sind. Ich finde das schön, aber bei mir läuft der, die Zeitanzeige einfach null. Ich guck mal, ob ich über das Creator-Dashboard vielleicht reinkomme. In meinen eigenen Chat. Mal schauen, vielleicht klappt's. So. Wonderful. Splendid. Oh, so ist eigentlich ganz gut. So sehe ich wenigstens vieles. Und wenn auch der Chat ein bisschen klein daherkommt. Reicht mir, wenn ich den sehe. So. Okay. Also gut, ich kann den Chat gerade eh nicht lesen. Dann sagen wir mal nichts gegen. Hitzewelle! Oh. Ja. So, jetzt passt das. Jetzt läuft's aber. Jetzt läuft's überall. Passt. Flo, mach mal. Dangi. Kostet ein bisschen was, aber hey. Das kriegen wir alles hier. Warum mein Handy ist in der Nähe meines liebevollen Gerätes. Alter, wir haben einfach noch immer... Aber wobei, es wird kühler. Trotz... Oh, wir bekommen eine Besuchergruppe. Ja, gut. Die sollten uns eigentlich gerade nicht so interessieren. Wir sollten mal weiter gucken. So. Jetzt muss ich mir kurz die Nase putzen. Ich komme noch immer nicht in meinen eigenen Chat. Geil, Allah. Ist irgendwie traurig, wenn man von seinem eigenen Chat ausgesperrt wird. Das macht ja alle extra, ich weiß es. Ach ja, ein Auftrag wäre intelligent. Sonst steht das Ding umsonst da. So. Die haben alle einen Stuhl. Ja, die haben alle einen Stuhl. Wunderbar. Weil der Jan, also, der steht dann hier rum und macht gar nichts. Oder der macht schon was, nur es sieht sehr,
sagen wir mal, unbequem aus. Ich habe nochmal vorher meinen Chat ausgeschlossen, meine Güte. Ich muss mir mal überlegen, also wir forschen ja gerade wie wild. Ich müsste eigentlich mal überlegen, wie ich hier weitermache, weil so kann das ja nicht bleiben, Gil. Vielleicht, dass wir mal so kleine Minen bauen. Also so kleine Schächte bauen. Nee, ich habe gedacht, ich komme in meinen Chat rein. Wow. Das wäre ja mal eine Neuerung. Machen wir den ersten Minenschacht so. 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 Hier ist kein Tempel. Irgendwo war hier nicht ein Tempel in der Nähe? Sieht nicht so aus, ne? Weil manchmal gibt es so Tempel, wo man sich halt auch verirren kann. Und wenn wir die aufmachen, also zu früh aufmachen, dann kann es ganz, ganz, ganz übel für uns ausgehen. Wollen wir denen eigentlich mal einen Holzboden geben? Unseren Gefangenen? Ich glaube nicht, ne? Ja, kann Sinn machen. Das sind ja Gefangene. Müssen sich im Schlamm suhlen. Können wir dann auch ausnehmen später? Das klingt irgendwie falsch. Oh, der Shatrix, der gibt sich hier volle Mühe. Reißt direkt ein Raumschiff in zwei. Wundervoll. Und der Jan fängt hier an, richtig loszulegen. Ich hoffe, Gegner kommen nicht irgendwann mal hier rein. Vielleicht verstärke ich die Ecke mal. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Wir bekommen natürlich neue Steine dadurch. Dann können wir mehr errichten. Ja, das ist, also so zwei kriegen die schon gut hin. Jetzt wird natürlich gepflanzt und gemacht und was auch immer. Die gerissenen Tiere. Kamano, kontaktieren dich nahe grauer Steinbruch. 5 Leguane haben mündlich das Fleisch gewittert. Fleisch. Verbessert. Transportkapseln zugesendet. Fortschrittliches Bauteil. Hab nur Angst um meine Leute gerade, weil wir haben nichts an Forschung gefühlt. Also wir forschen ja gerade erst. Und nicht, dass es uns irgendwann mal richtig auf die Füße fällt, gell? Hier ist, Alter. Pff. Okay, der Raum ist viel zu groß. Wir müssen den abteilen. Weil die Nahrungsmittel gehen echt kaputt. Jetzt wird das so machen. Und das wird dann halt ein anderer Lagerraum werden. Das geht halt nicht anders. Alter Schwede. Hinter mir ist eine Katze. Eine Katze. Shatrix, du kannst das bauen. Hitzewelle ist vorbei. Jetzt wird es zwar wieder kälter. Aber wir machen das trotzdem. Nur so, das passt. Wir könnten auch irgendwann hier so verlängern. Aber ich glaube, für unsere spärlichen Nahrungsmittel sollte das jetzt erstmal reichen. Spärlichen Nahrungsmittel. Wie gesagt, ich erwähne es noch einmal, ich sehe meinen eigenen Chat nicht. Ich komme nicht rein. Ich weiß nicht warum. Ich würde es gern wissen. Hier können wir die Nahrungsmittel jetzt rausnehmen. Nahrung und Medizin erstmal. Mich juckt die Nase. Hier bekommen wir jetzt minus 30 Grad rein, das finde ich sehr schön. Jetzt brauchen wir natürlich einen zweiten Lagerplatz. Swupp. Und hier kommt alles raus, außer Essen. Und hier war Medizin, oder? Nee. Nein. Medizin da. Ja, hier ist die Medizin raus, genau. So, ihr dürft gerne umräumen, das wäre nämlich nicht schlecht. Ihr dürft gerne umräumen. Ja, dann halt nicht. Yoga! Ich habe, wie gesagt, so ein, zwei
ich habe ein, zwei Mods halt installiert.